Nein. Ich war so euphorisch. Nein, nein. Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Wir fahren heute mit dem Tanklöschfahrzeug und lassen uns mal mitnehmen. Achtung, Brandschutz, Kleinflächenbrand, Einsatz für TLF 2. Genau, ein Kleinflächenbrand. Der kommt euch jetzt vielleicht schon bekannt vor und ihr werdet sagen, ach, endlich mal wieder ein Kleinflächenbrand. Haben wir noch nie gesehen, auch nicht in der Demo, aber wir machen das heute mal bei Nacht. Das habe ich nämlich noch gar nicht richtig gezeigt. Ich glaube, ich hatte einen Nachteinsatz bis jetzt. Aber das ist ja nichts. Ne? Müssen wir mal richtig hier auskosten. Und schaut euch mal diesen Sternenhimmel an. Ah, seht ihr das Sternbild? Den Orion? Den großen Wagen? Ja. Ich auch nicht. Aber sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Scheint so die komplette Milchstraße hier einmal abgebildet worden zu sein. Aber wie gesagt, sieht ganz nett aus, finde ich. Und vielleicht sieht das Feuer ja dann nochmal ein bisschen spektakulärer bei Nacht aus. Könnte ich mir gut vorstellen. Natürlich werden wir ein aufwendiges Schlauchsystem legen. Das gehört ja mittlerweile zum guten Ton hier auf dem Kanal. Ne? Und zwar, wenn schon, dann richtig löschen. Nicht mit dem Schnellangriffsrohr. Ah, da haben wir es. Vor der Kirche. Oh je. Letztens hat das Rathaus in... Ja, ich habe den Namen nicht mehr ganz präsent. Es war irgendwo in Bayern, glaube ich. Hat das Rathaus gebrannt. Direkt neben dem Weihnachtsmarkt. Das war historisch, das war unter Denkmalschutz. Das tat mir wirklich leid irgendwie. Das, ja, war nicht so cool. So, jetzt gibt's hier aber Struggle mit den Aufgaben, weil das wollen die nicht, dass man hier aufwendig so ein System macht. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gemacht, aber eigentlich müsste es noch funktionieren. Den B-Schlauch brauchen wir dann, glaube ich. Um das von hier erstmal abrollen. Zup. Zup. Boah, jetzt rastet das Ding hier aus. Gut, dass das Feuer hier nicht übergreift. Das wäre eigentlich noch eine Sache. Je später man kommt, desto mehr steht dann auch in Flammen. Ach ja, und ihr habt euch auch über die unendliche Schlauchlänge hier echauffiert, kann man sagen. Ja. Zup. Ja. Das stimmt, dass es natürlich unrealistisch ist, aber ja, ich finde es eigentlich ganz praktisch. So, ich glaube, es war immer links. Ich weiß jetzt nicht von wo aus gesehen links, aber ich könnte mir vorstellen, dass das hier die richtige ist. Und dann nehmen wir hier unser C-Strahlrohr. Ah, jetzt hat die KI das auch erkannt. Das finde ich wiederum ganz cool. Für den realistischen Spieler. So, dann oh, die ganze Hecke in Brand. Aber komisch, dass der Mülleimer gar keine Blessuren davon getragen hat. Auf dem Boot würde man jetzt nicht ansehen, dass es hier gerade gebrannt hat. Der Hecke ein bisschen, aber auch nicht so stark. Ist immer noch grün. Eigentlich sollte die jetzt komplett verdorrt sein. Müssen wir jetzt wirklich dieses... Okay. Okay.
Das überfordert die KI, glaube ich, noch ein bisschen, aber sie hat es erkannt. So. Zup. Und dann wollen die noch, dass man das C-Schlauch hier, den C-Schlauch. Gut. Ja. Trotz der Missachtung der Anweisung hat's geklappt. Das ist gut. Aber wieso das jetzt immer noch markiert wird, kann ich mir jetzt nicht ganz erklären. Aber gut, Hauptsache die Kirche steht nicht in Flammen. Das ist jetzt erstmal... Und wir haben wirklich hier tief in der Nacht. 2 Uhr 25. Ja. Vielleicht erleben wir das Morgengrauen noch mit. So. Biegen wir hier rechts ab und dann schauen wir mal, dass wir zurück zur Wache kommen. Kollege, guck mal an den Sternenhimmel. Ist ein bisschen romantisch, ne? Wie fährt er denn? Wird dann immer kurz vor der Ampel ein bisschen... komisch, naja. Ja, aber jetzt habe ich, glaube ich, alles gezeigt, was man hier in Notruf 1 und 2 so zeigen kann. Jetzt bin ich echt ein bisschen ratlos. Das Wechselladerfahrzeug habe ich ja auch schon gezeigt. Aufgrund der Alarmierung Kleinflächenbrand rückte die Feuerwehr am 5. September 2016 aus. Am Einsatzort erwartete den Löschtrupp starke Hitze- und Rauchentwicklung, sodass der Löschangriff unter Atemschutz durchgeführt wurde. Die Polizei geht von Brandstiftung mit Brandbeschleuniger aus. Ja, anders brennt eine Hecke vermutlich auch schwer, ne, würde ich sagen. Weiß ich nicht, aber würde ich jetzt mal so behaupten. Gerade wenn die grün und in Saft steht. Grün ist und in Saft steht, so. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Zeit, um uns hier umzusehen. Ja, ich finde das immer noch schade, dass man hier so wenig machen kann auf der Wache. Aber was ich jetzt mal nachgucken möchte, ist, wie das mit der Leitstelle aussieht. Ob das jetzt mal gefixt wurde. Moment, jetzt muss ich mich mal selbst kurz orientieren. Das müsste ja in dieser Richtung sein, ne? Okay. Da habe ich mich wohl vertan. LKW-Brand. Ah, komm. Machen wir es mal wieder. Bei Nacht. Achtung. Brandschutz. LKW-Brand. Einsatz für ELW LF24 DLK 2312 TLF 1 RTW 1 Dornenkamp. Oh, der. Boah, der ist aber schnell hier, der ELW. Der ist schon weg. So, komm, fahr. Da bin ich doch als Beifahrer ein bisschen nervös. Wir wollen doch das Wettrennen gewinnen hier. Oh, jetzt sind alle Nachbarn wach. Was ist denn los hier? Was ist passiert? Ach, den kennen wir schon, ne?
Aber der soll jetzt nochmal überarbeitet worden sein. Der hat ja letztes Mal nicht sauber funktioniert. Bin ich mal gespannt. So, sind alle da? Boah, ist immer jetzt hell hier. Muss ich mir mal gleich eine Sonnenbrille aufziehen. So, wir müssen auf jeden Fall mit der Drehleiter da dran fahren. Ich mache aber jetzt mal nichts, weil ich das Spiel ja sonst werft ihr mir wieder vor, ich hätte das hier irgendwie nicht die Anweisungen befolgt oder sowas. Ich mache jetzt einfach mal das, was das Spiel hier von mir verlangt. Roll ab. Upsala. Ein bisschen Schaden ist immer, ne? Wir haben uns hier gerade an dem Auto, glaube ich, abgestoßen. Naja. Nimm B-Schlauch aus Rolltor. Ah, oh, können wir einfach durchgehen. Achso, ich dachte, ich wollte gerade drüber springen. Nimm C-Schlauch auf. So. Wo machen wir das dran? Geh jetzt zu Verteiler. Wo ist der Verteiler? Wer hat den Atterfall? Boah, wie schnell das hier geht. Wahnsinn. Cool. Das klappt echt immer besser. Da bin ich jetzt doch ein bisschen begeistert. Hab das geschafft. Danke, Carsten. Hashtag danke, Carsten. Das ist echt cool. So, warte auf weitere Anweisungen. Was ist jetzt? Jetzt gehen wieder alle Stellung hier. Ach, habe ich keine Anweisungen. Wurde denn eigentlich abgesperrt? Das wäre ja vielleicht auch mal eine zu überlegende Sache. Dann lassen wir es jetzt einfach kontrolliert abbrennen. Oder soll ich jetzt vielleicht mal da oben drauf? Vier. Wisst ihr was? Irgendjemand muss es ja machen, nicht wahr? Na? Passt. Hat ja auch einen Helm auf. Heißt, dem passiert nichts. Na, vielleicht müssen wir uns noch ein bisschen weiter runter machen. Weil wir brauchen die ja. So war das. Okay. Können wir jetzt einsteigen? Ja. Ah, wir haben keinen Hohlstrahlrohr, so. Das muss ich mir mal noch kurz irgendwo holen. Entschuldigung, habt ihr mal eins für mich? Hier. Sollte eins sein. Nee, ist es noch nicht. Wollen wir es denn? Hier habe ich immer Probleme. Beim TLF ist es alles so, aber hier ist so viel Kram. Oh, beim Wort Kram reißt er mir bestimmt die Ohren ab. War jetzt etwas ungeschickt ausgedrückt. Was hier? Was ist das denn hier? HD-Strahl? Können wir das auch einfach mal? Das finde ich eigentlich interessant, dieses Gerät. Da weiß ich zwar. Ah. Gut, nehmen wir das gute alte. So. Und dann löschen wir mal. Geht noch was, geht noch was. Ah,
muss ich mal hier bildlich festhalten. Das ist ja sagenhaft. Tatsächlich könnten noch ein bisschen weiter. Wow. Das finde ich schon echt cool hier. Jetzt wechseln wir mal gerade die Einsatzkraft. Einfach um die Ausmaße nochmal deutlich zu machen. Oder nee, wir nehmen mal noch eine. Wer ist denn hier gerade unbeteiligt? Hier. Ich muss einmal kurz deutlich zu machen. Cool. Das gefällt mir hier. So will ich das haben. Hier natürlich die Drehleiter. Echt mega. Der Einsatz, der gefällt mir schon echt ganz gut. So, jetzt löschen wir aber zu Ende. Wir wollen ja nicht unnötig Zeit verstreichen lassen. Das haben wir jetzt sowieso schon mehr als genug getan. Können wir noch weiter raus? Ja, können wir. Oh, wie weit das geht. Bin ich doch ein bisschen beeindruckt hier. Obwohl das genau der Einsatz ist, den ich schon mal gezeigt habe. So, warte auf weitere Einsätze. Oh, jetzt geht das hier aber fix. Gut, dann wechseln wir jetzt mal die, damit ich nicht immer aus der gleichen Perspektive hier das mache. Hä? Der sollte aber eigentlich da oben sitzen, oder? Wird schon alles abgebaut. So. Machen wir das mal so. So. Wir müssen das ja erstmal von denen ja runterlassen. Na, ich finde den Einsatz gut. Das mag ich. So, jetzt müssen wir den hier runterlassen. Sieht man das ganze Gefährt hier auch nochmal von der Perspektive aus. Müssen wir das Ganze... Und selbst hier vorne ist beleuchtet. Ah, okay. Hä? Was war das? Das war aber jetzt nicht so schön. So. Okay, jetzt linke Stütze. Zup. Und dann... Ah, oh, hier ist aber wieder was los. Wer macht jetzt hier eigentlich das Schlauchsystem hier weg? Ja, das ist vielleicht was für den... Angriffstrupp hier? Könnte das sein? Ist das eine gute Aufgabe hier? So. Aber wieso das jetzt hier... Hallo? Wir nutzen linken Stützen. Ah gut, dann machen wir das jetzt mal hier weg.
Ah, guck mal, der Schlauch rollt sich jetzt auch wieder auf. Das ist nicht schlecht. So ganz gut, finde ich. Okay, das war jetzt nicht so erfolgreich, so. So. Okay, dann wird da schon irgendwas eingeräumt. Ich weiß jetzt natürlich nicht ganz was, aber... So, jetzt müsste das noch einmal hier... So, wo kommt das rein? Haben wir das hier hergenommen? Ja. Wäre es ja schön, wenn es da auch wieder hinkommen würde. So. Und dann machen wir das hier rein. So. Ja, läuft doch. Besteigefahrzeug. DLK 133. Jawoll. Leute, läuft. Notrufeinsatz 2 ist gut. Beziehungsweise ist gut geworden. Das freut mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich zwischendurch ein bisschen an meiner eigenen Position gezweifelt habe. Ich war ja immer relativ zuversichtlich. Okay, das, was wir jetzt gerade sehen hier, das ist natürlich absolute Scheiße. Aber ich war zwischendurch immer mal so ein bisschen... Hab an meiner eigenen Position gezweifelt, ob das so gut ist. Okay, man muss nur in die Person wechseln, dann läuft das schon. Geht zu... Was? Moment. Ja, jetzt aber. Was machen die jetzt hier? Was soll denn das? So. Jetzt aber. Ich sehe noch Positionen. Ah, muss ich mal kurz. So, jetzt aber. Schluss hier. Steige Fahrzeug. Machen wir. Jetzt macht der das noch. Was ist denn hier los? Der kann da schon mal Platz nehmen. Und jetzt? Das ist ja ein lustiger Bug. Also er komisch. Nein, jetzt kommt wieder einer raus. So, nein. Was machen die hier? Ich hatte mich so gefreut, dass es jetzt endlich läuft hier. Der Pustekuchen. Irgendwas stimmt hier noch nicht. So. Dann legen wir das jetzt einfach mal, damit die was zu tun haben. Dann machen wir das. Hier, Angriffstrupp. Okay, jetzt zwischen die sich alle. Hier. Fünf. Und das legen wir dann einfach mal hier hin. Dann sollen die sich da mal drum kümmern. Und. Dann noch einmal den hier. Wieso? Ich verstehe es nicht. Kann doch wohl nicht wahr sein. So, jetzt lassen wir es einfach mal so, wie es jetzt hier ist. Bleibt alles so, wie es ist. Wird sich auch nichts mehr dran rütteln. Oh. So. Läuft doch. Nein. Ich war so euphorisch. Nein.
Ja? Och, na, Leute. Was ist denn das? Kann ja wohl nicht wahr sein. Gut, wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich tschüss.